Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Diesmal geht es um einen Wohnmobilisten-Stellplatz in Cuxhaven. Wir sind hier in Cuxhaven auf der wohl berühmtesten Wohnmobilplatte Deutschlands. Ihr kennt sie bestimmt schon, ihr habt sie oft genug gesehen und wir sind jetzt auch hier und wollen sie euch mal vorstellen. Ja, und man muss auch wirklich sagen, es ist wirklich eine Platte, ne? Ja, es ist halt einfach nur ein riesen Parkplatz, der aktuell in der Saison, also von März bis Oktober, 15 Euro kostet und sonst 12 Euro in der Wintersaison. Aber, muss man sagen, in den 15 Euro sind auch zwei Kurkarten bereits mit dabei. Ja, in den 12 Euro genauso. Das sind zwei Stück dann. Klar, wenn man jetzt zu dritt unterwegs ist, müsste man sich noch eine zusätzlich kaufen dann. Ne? Genau. Strom kostet extra 1 Euro pro Kilowattstunde. Müllentsorgung ist, glaube ich, kostenlos. Das müssen wir nochmal recherchieren und werden wir euch einblenden. Genau. Fähr- und Entsorgung finden das wir. Gibt es da hinten, das zeigen wir euch vorne, auch. Da gucken wir auch gleich nochmal hin. Ja, und dann würden wir jetzt sagen, machen wir jetzt einfach mal so einen Schwenk. Also wichtig ist, 100 Wohnmobile und sogar Wohnwagengespanne, nennt man das so? Ja. Können hier sogar stehen. Aber Wohnwagengespanne sollen in der Mitte. Genau, weil das sind richtig große Plätze. Genau, und sehen wir auch gleich. Und was natürlich immer voll ist, sind die Plätze direkt am Wasser, vorne auf die Nordsee, das, oder an der Elbe. Das ist klar, das ist normal. Und wir müssen sagen, wir haben heute den 7. März. Es ist hier relativ voll, ne? Relativ voll. Es gibt Plätze, man glaubt es kaum, aber es ist ganz schön voll. Und jetzt zeigen wir euch einfach mal einen kleinen Rundgang, zeigen euch das eine oder andere und jo. Schaut mal selbst. Genau. So, ich habe mich gerade informiert. 1 Euro, 2 Kilowattstunden. Da ist nämlich ein Automat und da konnte ich das gerade mal nachlesen. Also, ich habe da bloß so einen Plan. Da werde ich jetzt Stefan gleich fragen. Ist das in Ordnung, der Preis? Ja, ist Standard. Ist ja. Standard. Gut, ist ein Standardpreis. Also, wie gesagt, 1 Euro, 2 Kilowattstunden. Und wir gehen jetzt zu einem Platz, wo man noch ein bisschen was sehen kann. Ja, und nicht weit von diesem Wohnmobilstellplatz habt ihr diese Seebrücke hier und habt einen wunderbaren Blick auf die Elbe. Und auf die Schiffe, die dann dran vorbeifahren. Genau, und man hat einen perfekten Blick von hier auch auf die Kugelbarke. Also an sich, es ist sehr schön, du bist sehr citynah natürlich auf diesem Platz. Aber man muss sich einfach vorstellen, es gibt keine Duschen. Definitiv nicht, auch keine Toiletten, das haben sie auch hier nicht. Das heißt, das ist ein reiner Platz, um sich hinzustellen. Dann ist die Frage, ob 15 Euro nicht doch ein bisschen too much sind. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er dafür Geld ausgibt oder nicht. Er ist weltbekannt, er ist in vielen NDR-Reportagen auch schon vorgekommen. Und ja, wir wollten ihn euch auch zeigen. Das nächste, was wir euch zeigen, ist noch die Fähr- und Entsorgungsstation. Und ja, vorher drehe ich hier nochmal einen Schwenk, dann könnt ihr nochmal gucken, wie das hier auf der Seebrücke aussieht. Genau, das, was wir hier sehen, das sollt ihr jetzt sehen. Thank you.
Ja, was soll man sagen? Jetzt sind wir an der Fähr- und Entsorgungsstation. Das Entsorgen kostet natürlich nichts. Das Toilettenentsorgen genauso wenig, also Grauwasser als auch Schwarzwasser. Für das Frischwasser kann man ganze 8 Liter für 10 Cent bekommen oder man nimmt 1 Euro und kriegt dafür 80 Liter. Also das heißt, das Nachtanken für ein paar Liter ist dann nochmal mit einem Centweise auch möglich. Standard Fähr- und Entsorgung, denke, kennt jeder. Fazit zum Wohnmobilhafen am Yachthafen. So ist es im weitesten Sinne richtig. Wir würden den nicht nutzen. Das hat einfach mehrere Gründe. Einmal ist es wirklich einer neben den anderen. Es ist sehr, sehr, sehr eng. Wie gesagt, 100 Plätze hat das Ding. Dann, ja. Du hast keine Toilette. Du hast keine Duschen. Wir sind ja nun mal ein Bulli. Wir haben zwar das alles irgendwie an Bord, aber eigentlich immer nur so als Hilfsmittel, wenn gar nichts geht. Also im Regelfall, also Duschen können wir immer machen, das ist nicht das Problem, aber so Toilettengang kann man machen, aber wäre schön, wenn man so immer eine Möglichkeit hätte, die da ist. Und dafür 15 Euro zu bezahlen? Das ist schon relativ teuer. Ich meine, zudem muss man ja auch sagen, es ist ja egal, wo du stehst auf diesem Platz, du zahlst immer 15 Euro. Und wenn du vorne stehst, okay. Ja, hast du schöne Aussicht, lohnt sich dann auch, aber wenn du in der Mitte stehst, wo du im Endeffekt nichts von der Aussicht hast, weiß ich nicht, ob dann 15 Euro das, Und wir kennen es anders, bringt. Also beim besten Willen, wir kennen Erding und ganz ehrlich, sorry Leute, wir kennen jetzt Tangermünde. 8 Euro, Strom inklusive. Ja. Und Toiletten sind dann da wenigstens in der Nähe. Wir haben jetzt hier ehrlich gesagt nicht gesehen, wo hier Toiletten wären. Nee, steht ja auch, glaube ich, nicht, oder? Also Toiletten sind laut Park4Night nicht da. Also Abwasser, genau. Strom, Müll. Ja. Wie gesagt, du bist halt nah in der Nähe von der Stadt. Das ist schön. Also wie gesagt, jeder wie er mag. Er ist hier und jeder soll es machen, wie er möchte. Er ist weltbekannt, das kann man sagen. Ja. Aber für uns ist er halt nichts. Aber heißt nicht, dass ihr nicht nutzen sollt. Deshalb haben wir euch jetzt vorgestellt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann Daumen nach oben. Liked. Dieses Video, was der Daumen nach oben heißt. Ich wollte gerade sagen, teilt das Video, wolltest du sagen? Genau, teilt das Video, damit ihr das auch nochmal gesehen habt. Das ist der Stand von 2020. Und ja, dann freuen wir uns auf ein neues Video hier auf unserem Kanal. Bei Kreuzfahrtbulli. Tschüssikowski. Tschö. Unser Fazit. Zum Wohnmobilstellplatz am Hafen da. Ich guck mal kurz, wie das Ding in Wirklichkeit heißt. Ich bin ja völlig vorbereitet, ne? Sag du bloß nichts in der Zeit, will ich auch nicht machen. Könntest du mal bitte reden oder lässt du das jetzt einfach nur wieder mich machen? Ich soll das dann alles wegschneiden, ne? Dann können ihn ja mal ärgern. Der kostenlose Wohnmobilparkplatz, keine Ahnung wie das heißt, am Yachthafen, so heißt das Ding, Mensch. Und du hast das Wohnmobil gesagt, dass das Ding Yachthafen heißt, Mensch, Kinder. Ja, ich wollte ja mal gucken, ob du da selber drauf kommst, ne? Ja, nachdem ich stundenlang suche, ne? Bist du hier zu lange schon im Norddeutschland gewesen, dass du auch dieses Ne machst? Nee. Nee. Also, Fazit zum Yachthafen. Nicht zum Yachthafen. Nein, Blödsinn. Zum Wohnmobilstellplatz am Yachthafen. Also, nochmal.